Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue mit Martin und Martin. Wir werden immer besser mit cool. Die Wochen haben wir wirklich wieder sehr exquisite und bombastische Nachrichten. Also man muss ja sagen, nicht jede Woche ist gleich gut, aber die Folge wird es sicher. Also am Montag hat es gleich mal richtig, richtig geil angefangen. Die Geschichte ist so blöd, die kann man nicht erfinden, glaube ich. Na, also manche Meldungen, die müssen wirklich echt sein. Du meinst das aus Chicago, oder? Ja, also Leute, stellt euch vor, ihr braucht Kohle und überfällt am Hotdog-Stand. Das ist so ein Würstelstand, wie das bei uns ist. Hotdogs sind diese langen, dicken, also mehr oder weniger Würstel, in so einem Schlabbersemmel. Und dann rennt der Typ mit der Puffen davor und schießt sie in sie. Schlabberwürstel. Aber wie geil ist das? Er war vor dem Hotdog gestanden und schießt ihn dann selber in sein Würstel. Beim Davorrennen. Also der Wiefste dürfte das sowieso nicht gewesen sein, weil wenn du ein Geld brauchst, überfallst du einen Hotdog-Stand? Nein. Aber er hat viel Zeit zum Nachdenken jetzt. Geschäftstüchtige Nachricht Nummer 2. Air Berlin. Die gibt's ja nicht mehr. Ja. Aber jetzt kann man auch viel haben. Als Speibsackerl kaufen. Aus dem letzten Flug der Air Berlin. Unbenutzt, hoffe ich. Ja, unbenutzt, steht okay, dabei. Okay. So geil. Ich habe mir schon überlegt, wäre das nicht cool, wenn man. Ich glaube, Air Berlin hat ja diese Tickets. Ein paar Leute sind gestorben in meiner Geld, gell? Ja. Wie war es, wenn man solche noch auf Willhaben versteigert? Da kriegt man zumindest ein wenig was drauf. Vielleicht eine Idee. Übrigens, Idee. Ja. Hast du gesehen, so ein Junge, der U-Bahn-Fahrer werden will, der hat sich beworben. Als U-Bahn-Fahrer. Ja. Wir kriegen doch bald die U5, gell? Ja. Die ist fahrerlos. Das ist kein Job mit Zukunft. Lieber Junge, das ist schön, aber es wird dir nichts bringen. Nein. In Pension wirst du nicht gehen als U-Bahn-Fahrer. Ich glaube, es wird gar keine U-Bahn mehr geben, wo einer fährt, bis der zum Arbeiten aufhört. Ja, eben. Du weißt, die verfolgt die Politik sehr intensiv, aber manchmal bin ich echt überrascht. Du meinst, ich bin ja nicht so der Politikinteressierte, in letzter Zeit natürlich mit den Sommergesprächen und so, aber die Nachricht hat mich auch ziemlich verwirrt. Das müsst ihr euch vorstellen, die Johanna Mikl-Leitner, das ist also die Landeshauptfrau in Niederösterreich, ist jetzt gewählt worden. Die neue Fürstin. Genau, die ist gewählt worden, nicht zur Landeshauptfrau, das wird erst Ende Jänner sein, sondern zur Vorsitzenden der Jungen Volkspartei. Die Frau ist 53. Was, und ich habe mich jetzt endlich daran gewöhnt, dass wir wieder eine richtige Burbau-Partei haben mit der ÖVP. Ja. Und was machen die? Holen da so ein älteres Kaliber. Du, Vorsicht, ich Kaliber. Bin 51. Bitte? Vorsicht, ich bin 51. Du bewirbst dich aber auch nicht für einen Kindergarten. Das stimmt. Eben. Alter, die junge ÖVP ist echt schräg drauf. Das kann man aber toppen. Ja, wieso? Sebastian Kurz wird Vorsitzender des Seniorenbunds. Jetzt ist die Nachricht von uns nur erfunden. Wer weiß, was passiert. Und ihr wisst, wo ihr es zuerst gehört habt. In der Schlagzeilenrevue. Sektion Orakel. Gehen wir wieder zum Bildungsauftrag. Passt, Bildungsauftrag, genau. Diese Woche haben wir einen Literaturhinweis für euch und eine Doku-Empfehlung. Das machst du, weil die Buchmesse war jetzt. Die Buchmesse ist gerade, genau. Und deswegen haben wir jetzt einen Buchtipp für euch, und zwar eine Autobiografie von Donald Trump, aber eine satirische, herausgegeben von Alec Baldwin. Der hat nämlich in Amerika bei der Saturday Night Show, glaube ich, okay. Immer den Trump parodieren. Und er macht das brillant. Und ich glaube, dass das Buch einfach genial ist und lustig ist. Und ihr solltet es wahrscheinlich im Klo lesen, weil es euch bepinkeln wird beim Lesen, garantiert. Und was Ernsteres auf ZDF. In der TV-Tech empfehle ich, ich habe es nämlich gesehen, ob sie steht auf meiner Liste, die Doku, erstes Jahr Trump. Was hat er geschafft, was ist überblieben, was ist wirklich passiert? Ich glaube, sehenswert ist denn. Man hätte es auch nennen können, das letzte Jahr Trump. Es ist leider nicht das letzte Jahr. Was schön wär's. Warte mal ab. Am Mittwoch, da zeigt es wieder, manche Nachrichten sind einfach gesetzt. Absolut. Wir erinnern uns mit Freude an die erste Episode der Schlagzeilenrevue zurück. Da haben wir schon über die Miss Bum Bum berichtet. Mhm. Und unser Auge hat die Nachricht deswegen erhascht. Ja, genau. Aufmerksamkeit.
Unsere Aufmerksamkeit wurde auf die Nachricht gelenkt, weil es eine Dame mit nur einem Bein oder einem amputierten Bein war, die ins Finale der Miss Bum Bum in Brasilien gekommen ist. Und heute wissen wir leider, dass es nicht worden ist. Schade eigentlich. Ja, trotzdem gratulieren wir der entzückenden Rosi, 1820, zu Miss Bum Bum. Ihr Bum Bum ist faszinierend. Ich verrate euch jetzt nichts Neues, wer die Nachricht gefunden hat. Die zweite Nachricht ist eher deins. Ganz eindeutig, man weiß es. Man sollte ja auch ein bisschen längerfristig planen, vor allem wenn man jung ist. Vor allem wenn man jung ist. Und aber das vergessen die meisten. Ja. Und unser wahrscheinlicher Bundeskanzler. Der ist nicht so dumm. Nein, der plant voraus. Er plant schon voraus und ihr habt das Foto wahrscheinlich eh alle gesehen. Als Elektriker, wie die Glühbirne für. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, ich würde sagen, ja, Hausmeister. Hausmeister. Da muss er kein Elektriker sein. Dieser klassische Hausmeister-Tätigkeit. Jedenfalls für seinen Zweitjob oder Job danach oder was auch immer. Für die Pension. Er kriegt ja sicher auch keine Pension mehr. Das heißt, er braucht einen Zweitjob in der Pension. Und da übt er schon. Okay. Stell ich mir gut, ich kann mir einen gut vorstellen. Wenn er mit 35 in Pension geht. Also mir ist jetzt erst eingefallen, vielleicht geht er mal Licht auf. Nein. Der hat sowieso gefahren. Kann man abschließen. Der hat sowieso gefahren. Aber abgefallen, hast du die Nachricht gesehen mit dem Känguru? Ich hab sie gelesen. Ja. Und haben mir gedacht, deswegen haben wir immer verwechselt mit Australien. Dann habe ich nochmal genau geschaut und habe feststellen müssen, nur weil sie Oberösterreicherin war, die das Foto gemacht hat, heißt sie nicht, dass sie es in Oberösterreich gemacht hat. Weil ich bin mir nicht sicher, wo das Foto gemacht worden ist. Vielleicht war sie Oberösterreicherin in Australien. Aber ihr könnt ja schauen, ob sie an dem Foto irgendwelche Details erkennt. Und bitte schreibt uns unten rein. Kennt ihr die Tankstelle in Oberösterreich? Vielleicht ist sie in Oberösterreich. Ja. Könnt ihr uns dabei helfen, herauszufinden, ob das Foto in Österreich gemacht worden ist? Das ist unsere Frage der Woche. Ja, und der Donnerstag, das war eigentlich eine medienpolitische Sensation, die da so zwischen den Zeilen steht. Ich bin ja. In unserem Duo hast du jetzt auch schon erwähnt, derjenige, der jetzt sagen muss, es grenzt an einen schwarzen Tag. Wie auch immer. Jedenfalls die Krone überlegt, sie sind sich noch nicht so ganz sicher, ob sie diese klassische Nackte. Sie ist ja nicht ganz nackt, sie ist ja nur barbrüstig. Ja, wir wissen. Also die Dame oben ohne. Wir wissen, wovon die wollen es in Pension schicken. Spannend an der Geschichte ist ja dann vor allem in Verbindung mit der nächsten Geschichte, während die Krone darüber nachdenkt, Nacktheit abzuschaffen und zu bedecken, fragt Facebook offen danach, schickt uns doch bitte eure Nocker-Basel-Foto. Ja, aber warum? Die Idee dahinter ist von Facebook eh gut, schickt uns die Fotos, unser intelligenter Computer merkt sie die und wenn irgendwer so ein Foto von dir, also von deinem Lumpi oder deinen Brüsten hochlädt, erkennt er das und löscht es gleich, damit es keine Sexfotos und Nacktfotos von Privatpersonen mehr gibt, warum die das nicht selber wollen. Und was passiert eigentlich, wenn Facebook gehackt wird? Das wird ja nicht gehackt, das ist ganz sicher, Martin. Und große Unternehmen wie Facebook, Yahoo, AT&T, die werden nie gehackt, Martin. Aber das war dann ein Best-of. Das wäre die Goldgrube für YouPorn und Co. Ich sag nur, die nächste Nachricht ist nur geiler. Wir haben ja schon geredet über den Hausmeister der Zukunft. In kurz. Ich lasse dich weiterreden. Ist so geil. Die Schlagzeile. Mit dieser Studie für die Kindergarten da. Und da stellst du Freispruch für Kurz. Der ist schnell. Der ist nicht einmal nur Kanzler und ist jetzt schon verwickelt in Gerichtsurteile, wo er freigesprochen werden muss. Also ich sehe schon ein krasser Zweig. Glaubst du, schaffst das noch bis zur Angelobung oder kassieren sie ihn gleich? Puh. Ja, und Freitag, was war da? Unser Van der Bellen. Bundespräsident. Genau. Der sitzt so in dieser Zuschauerloge in der im Parlament da, in dem Ausweisquartier. Und die heute fragt sie, täuscht das oder hat er keinen Spaß? Ich persönlich glaube, dass er immer so trennt. Aber wie siehst du das? Du, das ist ein klassischer Fall. Der ärgert sich nicht über das Ausscheiden der Grünen. Der denkt nur noch, wo er die Chick vergessen hat.
Das ist wahrscheinlich richtig. Glaub's mir. Oder wann kann ich endlich eine Chickpause machen? Genau. Dort ist absolutes Rauchverbot, weil das ist ja der. Dort ist die Hofburg ja fast einmal abbrennt. Na dann. Aber er war noch nicht Bundespräsident. Hofburg, das. Das wird mir spannend. Brenzliche Geschichte. Gut, aber eine Meldung haben wir noch. Ja. Das ist wieder mal ein Sahnestück der literarischen Kunst von Heute-Redakteur. Ich habe ja gesagt, das ist die Powerwoche. Das ist Wahnsinn. Also, gleich auf der Titelseite nämlich. Hier wird Lenker betoniert. Das ist ja nur ganz, ganz, ganz. Und nicht das, was ihr jetzt denkt mit Mafia und so. Nein. Keine Zementschuhe und so. Nein. Einfach nur, schick mir ein Foto. Und die Unterüberschrift ist: Wir betonen. In diesem Sinne, betonen wir zwar, dass wir froh sind, dass sie einschätzt, ja. Dankbar sind dafür. Wir wünschen uns ein paar Daumen hoch und Likes und so. Ich kann es aber ruhig auch teilen. Teilen ist gut. Geteiltes Leid ist halb, geteilte Freude. Ja. Uns anzuschauen ist eine Freude. Ja, ja, schon. Also in diesem Sinne, teilt uns und teilt uns auch mit, was ihr denkt über die Sendung in den Kommentaren. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei der nächsten Schlagzeilenrevue. Grüß euch. Ciao.